Hi und hallo erst einmal und herzlich willkommen bei Wo ist Sven? Ja, Wo ist Sven ist wieder mal eine sehr interessante Frage und zwar ist mir heute ein Licht aufgegangen. Ich möchte heute euch mein ganzes Licht-Equipment zeigen, präsentieren für Fahrradtouren, Fahrradlicht natürlich, Vorderlicht, Rücklicht und auch für Wanderung. Und ja, ich würde sagen, wir fahren erstmal ein paar Meter weiter, wird auch gleich dunkel, dann kann ich das neue Licht, was ich mir vor 2 Tagen beim Globetrotter gekauft habe, ja, ausgiebig testen. Momentan macht es noch wenig Sinn. Mir ist es einmal passiert, dass wir auf einer Fahrradtour vergessen haben, also mein Bruder war auch noch mit dabei, deshalb wir. Ja, da haben wir vergessen, also ich hatte Licht mit, aber halt nicht vollgeladen. Ja, Leute, und wir haben jetzt so viel Zeit am Lacher See verbracht, dass, also ich hatte Licht dabei, beziehungsweise wir hatten Licht dabei, aber mein Licht, mein Rücklicht war am Ende dann mein Vorderlicht. Beim René genauso. Wir wollten ohne Licht nicht weiter an der Straße laufen. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt mit den Fahrrädern hier, ich habe keine Ahnung, mitten durch den Wald. Ich sehe nur auf dem Navi, dass hier irgendwo gleich ein Wanderweg oder ein Trail oder keine Ahnung, was das ist, kommen müsste. Und hoffen, dass wir gleich auf einem Fahrradweg zumindest weiterfahren können, denn auf der Straße bringt das gerade nicht viel. Ja, Leute, hier seht ihr das rote Licht. Da ist die Straße. Sieht man jetzt nicht. Und ja, das bisschen will ich auf Reserve haben. Ansonsten haben wir noch das Filmlicht, um hier ein bisschen durch den Wald zu kommen. Hätte ich mal mein Licht vorher aufgeladen, zumindest eine Powerbank mitgenommen. So sind wir auch noch nicht Mountainbike gefahren. Oh. Aber dafür, dass die rote Lampe leuchtet. Oh. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Auf jeden Fall geisteskrank. Scharf rechts. Ja. Spitzgerbe rechts. Alter, guck mal, wir können gar nicht nebeneinander. Ah, Baumstamm. Rechts geht's übelst tief runter. Ah. Ja, jetzt kommt scharf rechts. Jetzt gleich kommt wieder irgendwas ganz scharf links und dann direkt wieder scharf rechts. Ah, hier. Ja, hier geht's aber weiter geradeaus. Ich drück durch. Ich sehe irgendwo eine Rille. Boah. Warte, ich muss hier weg. Aber ich glaube, das sind so Sachen, die passieren einem im Leben auch nur einmal. Denn ab da an hatte ich dann immer genug Taschenlampen, Stirnbandlampen. Dann habe ich noch eine Lampe, beziehungsweise zwei. Das ist eine Mütze, auch sehr praktisch. Sehr universal einsetzbar. Und zwar einmal für den Winter, ist ja klar, eine Mütze zum Wärmen. Und dann sind vorne noch so kleine Löcher, einmal vorne und einmal hinten für das Rücklicht und für das Vorderlicht. Und das finde ich sehr praktisch, diese Mütze. Und habe ich eigentlich immer im Rucksack drin. Ja, und dann habe ich noch eine Powerbank. Diese Powerbank habe ich in der Regel auch entweder im Rucksack oder hier an der Rahmentasche vom Bike. Womit ich auch immer wieder mein ganzes Equipment nachladen kann, also Navigationsgerät und meine Lampen. Wie gesagt, Lampen kaufe ich mir immer nur mit USB-Anschluss, dass ich das auch in der Tour aufladen kann. Ich habe 2 Powerbanks und eine Powerbank davon, die ist auch wasserdicht, ist auch noch ein zusätzliches Licht dran. Also ja, wie gesagt, aus Fehlern lernt man, sollte man zumindest, und dementsprechend habe ich jede Menge Licht mit dabei. Auch im Sommer, man weiß nie, wie lange eine Tour dauert, wenn man sich mal verschätzt irgendwie oder auf eine Tour ist. Und dann, ja, in meinem Fall dauern die Touren ja sowieso immer ein bisschen länger, wenn ich dann Fotos mache oder noch am Filmen bin oder am Kommentieren bin. Dann wird es schnell mal dunkel. Und im Winter ist es eigentlich fast immer der Fall, dass ich ja nie im Hellen wieder ankomme zu Hause. Und
Dementsprechend kann ich euch nur empfehlen, habt immer Licht dabei, ansonsten ist es echt sehr ärgerlich und sehr, ja, unnötiger Stress, den man sich damit nur selber macht. Ja, und langsam geht die Sonne unter. 50 Euro gekostet, mit Rücklicht allerdings, war so ein Bündel. Und ja, mal schauen, ob es seine Pflicht erfüllt, gleich in der Dunkelheit. Ich fahre auch gleich nochmal durch den Wald, wo es dann auch gleich stockdunkel sein müsste. Und dieses Licht hier hat zwei verschiedene Stufen. Das ist jetzt die höchste und das etwas kleiner. So, das ist von mir die eben angesprochene Powerbank mit integriertem Licht. Muss man ein bisschen drauf drücken, dann geht's an. Es hat dann einmal hier so einen Mausecode. Also SOS-Zeichen, dann Hardcore aus und an. Kann man auch ganz gut als Filmlicht nutzen, weil das ja ein bisschen abgedeckt wird und nicht ein einzelner Strahl draus kommt, sondern es wird so gestreut, das Licht. Ja, wie gesagt, ich bin immer ein ziemlicher Freund von erneuerbarer Energie und dieses, ja, integrierte Licht in diesem Akku gefällt mir sehr gut, denn damit ist man immer safe, damit hat man immer die Möglichkeit, wenn die Sonne scheint, es wieder aufzuladen. Aber das ist natürlich nur für Touren geeignet, so ein Ding immer mitschleppen, zum Beispiel wenn man, ja, morgens oder abends zur Arbeit oder wieder zurückfährt, nimmt man ja natürlich nicht immer so ein, ja, so eine Powerbank mit, deshalb das eher für Touren geeignet. Und vor allem, ich kann auch meine zwei Lampen wieder aufladen, die am Fahrrad befestigt sind, hinten und vorne. Dann ebenfalls immer mit dabei eine Stirnbandlampe, auch immer sehr praktisch, wenn man beide Hände frei haben kann. Und dann habe ich hier, wie eben angesprochen, meine Mütze. Hier einmal Rücklicht und auf der anderen Seite das Vorderlicht. Auch wieder verstellbar. Also zum Wandern, finde ich, in der kalten Jahreszeit sollte man auf sowas oder eine Stirnbandlampe nicht verzichten. Aber ganz wichtig, das Rücklicht, denn wir wissen, glaube ich, alle, wie oft es immer an der Straße entlang geht. Und wenn man dann das Licht vergessen hat, das ist immer sinnvoll. Also bei mir sind die ganzen Sachen, was ich euch jetzt gezeigt habe, immer mit dabei, außer Powerbank, die nur auf, ja, auf längere Touren, Mehrtagestouren. Ja, wie gesagt, immer dabei, genauso wie ich das Erste Hilfe immer dabei habe, hier in dieser Tasche. Also finde ich fast schon genauso wichtig. Ja, wie gesagt, Leute, jetzt hier die Mütze, einmal zum Wärmen ganz gut und einmal für die Leuchtkraft auch sehr gut. Immer im Rucksack haben diese Sachen. Wie gesagt, ist genauso wichtig wie das Erste-Hilfe-Zeug, was man im Rucksack haben sollte. Nie vergessen. So, und jetzt das Rücklicht. Vor allem beim Wandern echt sehr, sehr cool, das zu haben. Wenn man jetzt wandert, es hat was länger gedauert, muss man keinen Schiss haben, dass ein Autofahrer überrollt von hinten. Gerade an so verlassenen Straßen. Ja, wie das jetzt hier auch der Fall ist um diese Uhrzeit. Okay, Leute, jetzt habe ich mal das Licht deaktiviert vom Cam Recorder. Jetzt können wir das mal ein bisschen besser testen. So, jetzt mal aus der Sicht von mir. Wie ist der Leuchtkegel? Ja, eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, ich denke, jetzt kann man es schon mal ganz gut erkennen. Der Leuchtkegel geht sehr gut nach rechts und nach links, nach vorne. Der zweite Lichtstrahl
den stelle ich immer ein bisschen höher, damit man auch vorne vom Weiten schon die Autos, oder beziehungsweise nicht die Autos, die Schilder sieht, denn die reflektieren ja, damit man sich auch noch ein bisschen orientieren kann. Ja, der hat auch kein schlechtes Licht. Okay, das ist krass. Ich bin jetzt schon so oft hier diesen Weg entlang gefahren. Das sah gerade aus, als würde dieser Baum da hier auf dem Weg liegen. Trotz mit Licht. Also vorsichtig sollte man trotzdem fahren. Und ich möchte auch auf jeden Fall in der kälteren Jahreszeit, auch im Winter, weiterhin Fahrradtouren machen und Wandertouren. Ja, ich freue mich sogar schon drauf. Es ist nicht so, dass ich dann in Pause gehe oder Pause mache, was meine Outdoor-Aktivitäten betrifft. Nee, im Gegenteil, ich mache weiter und freue mich drauf, auch sich einmal an einem Lagerfeuer zu erwärmen und vielleicht auch mal was, ja, in dem Trangia oder am Lagerfeuer oder in der Buschbox sich was zu essen machen. Also ich habe da jede Menge wieder vor und freue mich schon tierisch drauf. Und ich werde euch auch ein paar Videos dazu zeigen. Ein paar kleine Tipps, meine Tipps, muss nicht immer die beste Wahl sein. Wie gesagt, immer nur so, wie ich es mache und nicht, ja, wie es in einem Buch steht oder wie auch immer. Soll auch kein Tutorial oder irgendwie sowas sein. Nur mal, ich möchte euch nur mal so zeigen, wie ich das mache. So Leute, ich würde sagen, ich habe jede Menge gequatscht. Wie gesagt, sorry, es ist jetzt bestimmt nicht so ein Profi-Video. Ich mache ja mehr so Tour-Videos. Ja, deshalb. Aber vielleicht hat es euch ja geholfen und wenn es nur das ist, dass ihr ans Licht denkt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Hinterlasst mir doch gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Im nächsten Video, ja, habe ich mir überlegt, ein Video zu machen über den Fahrradcomputer bzw. Tachometer. Braucht man das wirklich? Ist es so wichtig? Ja oder nein? Oder kann es sogar sein, dass so ein Teil einen so richtig motivieren kann? Die Frage stelle ich, ja, stelle ich mir beim nächsten Video und ich würde sagen, bis dahin. Ciao, ciao.